Hallo, hier ist Michele Meschko. Heute erzähle ich dir, warum genau wir mehr Diversity, menschliche Vielfältigkeit, brauchen und insbesondere Frauen in Politik, in Naturwissenschaften, auf Führungspositionen und überall. Viele verstehen das falsch. Bleib dran. Ich schwöre, das hat nichts mit dem Frauentag zu tun oder fast nichts. So eine Folge habe ich schon seit langem geplant und auch viele Fragen von euch in den Kommentaren bekommen. Ich gebe aber zu, dass diese jährliche Diskussion am Frauentag mich ein bisschen getriggert hat und dazu motiviert, dieses Video so schnell wie möglich zu drehen. In diesem Video werde ich das englische Wort Diversity verwenden, da ein passendes deutsches Synonym mir leider nicht bekannt ist. Wenn du ein passendes Wort kennst, schreib mir in die Kommentare. Jedes Jahr gibt es einen Tag, an dem alle plötzlich anfangen und auch viele Männer über Gleichberechtigung zu sprechen. Viele Probleme werden anerkannt, dass es nicht genug Frauen und Diversity im Allgemeinen in Führungspositionen zum Beispiel gibt. Jedes Jahr werden sehr viele nette Worte gesprochen. Manche davon sind reines Lippenbekenntnis. Und jedes Jahr bekomme ich ein Gefühl, dass nicht alle von uns, nicht jeder von uns weißen Männern versteht, warum wir Diversity eigentlich brauchen, hier und jetzt in unseren Geschäften, Universitäten, Forschungsgruppen, Projektteams und so. Es gibt viele Gründe dafür. In diesem Video erkläre ich dir, warum wir alle aus rein praktischer Perspektive, aus der geschäftlichen Perspektive, wenn du willst, dringend mehr Diversity in unseren Teams brauchen. Es gibt eigentlich sehr viele Argumente dafür. Es gibt viele moralische und ethische Argumente. Das ist unfassbar, dass quasi nur weiße Männer die Welt regieren. Das ist absurd, wie jede Frau das ganze Leben lang gegen Vorurteile und verschiedene Stereotypen kämpfen. Das ist lächerlich, wie wenige Frauen wir auf Führungspositionen, in Geschäftsführung, in Wissenschaften, in Politik haben. Und das betrifft nicht nur Frauen, sondern alle, die keine weißen Männer ohne Migrationshintergrund sind. Über die moralischen und ethischen Aspekte werde ich aber in diesem Video nicht sprechen. Darüber wird schon sehr viel gesprochen und viele von uns haben schon diese ethischen und moralischen Argumente im Kopf als unser Ziel. Mit moralischen und ethischen Argumenten gibt es ein kleines Problem, und zwar in einer öffentlichen Diskussion kaum jemand wehrt sich wirklich dagegen, zumindest öffentlich. Alle sind für alles Gute, gegen alles Böse und viele Leute auch daran glauben. Es wäre toll, mehr Frauen zu haben, mehr Vielfältigkeit zu haben. Die Diskrepanz aber zwischen den Idealen, die Menschen im Kopf haben, und dem, was sie eigentlich jeden Tag in ihrem Alltag machen, ist riesig. Sogar wenn man ernsthaft daran glaubt, dass wir zum Beispiel mehr Frauen in Naturwissenschaften brauchen, ist man nicht in der Lage, das momentan zu ändern. Stattdessen muss man jeden Tag mikroskopische Entscheidungen treffen. Man hat zum Beispiel zwei Lebensläufe auf seinem Bürotisch und muss entscheiden, wer die Stelle bekommt. Der Mann oder die Frau. Ein autochthoner Deutscher oder ein autochthoner Deutscher mit einem komischen Namen. Und in dieser Situation fängt man sehr oft zu diskutieren, was uns wichtiger ist. Diversity oder die Qualität der Menschen, die wir anstellen. Alle natürlich glauben, dass es zu viele Männer gibt, dass wir mehr Frauen brauchen, wir sind für alles Gute gegen alles. Aber diesen Lebenslauf finden die meisten ein Stückchen besser als diesen. Erstens, die Lebensläufe miteinander zu vergleichen ist extrem schwer. Es gibt keine zwei gleichen Menschen oder keine Menschen mit zwei gleichen Qualifikationen. Es gibt auch viele Biases oder Vorurteile, die bewusst oder meistens unbewusst sein können. Meine heutige Botschaft aber ist, es gibt keine Entgegensetzung von Diversity und Qualität. Im Gegenteil, Diversity bedeutet Qualität. Warum? Das ist eigentlich sehr einfach. Eine Firma, eine Universität, ein Team, eine Forschungsgruppe ist ein Organismus. Sie sind nicht einfach eine Sammlung von Menschen, die unabhängig voneinander arbeiten. Die Grundidee, warum man Teams bildet, ist, weil man hofft, dass ein Team effektiver ist als die Summe seiner Teile. Alle guten Ideen bekommt man in Teams durch Meinungsaustausch. Man spricht miteinander, kooperiert, bringt verschiedene Meinungen und Perspektiven rein und dadurch wird das Resultat besser, als wenn alle Teammitglieder solo arbeiten. Und jetzt stell dir vor, in unserer Firma oder unserer Universität haben wir ein Team oder einen Vorstand, der aus 10 verschiedenen Menschen besteht. Markus, Otto, Uwe, Paul, Theodor, Wilhelm, Hans, Georg, Maximilian und Fritz. Sie haben verschiedene Namen, aber sehr ähnliche Erziehung, Ausbildung, Backgrounds und deswegen sehr ähnliche Meinungen und Perspektive. Deswegen das, was du hier bekommst, ist
einen Rabatt umgekehrt. Du zahlst für 10, bekommst aber nur einen, da sie alle gleich sind. Wenn ich in einem Team arbeiten muss, aber von Menschen umgeben bin, die genau wie ich sind, dann ergibt es keinen Sinn, mit ihnen zu kooperieren. Das ist genauso wie mit mir selbst zu sprechen. Und als theoretischer Physiker spreche ich lieber mit mir selbst. Bleib dran.